Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. So sang Reinhard May bereits 1974 über den Traum vom Fliegen. Und damit herzlich willkommen zur Wochenendausgabe bei Ihrem BLK Regional TV. Der Luftsportverein Laura Dorndorf, der führt jedes Jahr seine Flugtage durch. Mittlerweile schon zur schönen Tradition geworden. Tausende Besucher kamen auch dieses Mal wieder, um die tollkühnen Männer mal am Himmel zu erleben. Und so manch einer, der wagte auch mal einen Flug und sich das Ganze von oben anzuschauen. Jedes Jahr lädt der Luftsportverein Laura Dorndorf e.V. zu den Flugtagen auf den Flugplatz Laura Dorndorf ein. Auch am letzten Wochenende präsentierte der Verein ein buntes Programm vom Kunstflug mit Motor- und Segelflugzeugen über Oldtimer-Vorführungen, Modellflug bis hin zu Fallschirmsprüngen aus der AN2. Wie jedes Jahr ließen sich das tausende Gäste nicht entgehen, um zuzuschauen oder selbst einen Gästeflug auf einem der vielen Flugzeuge oder einen Tandemsprung zu wagen. So, darf man mal fragen, wie es denn war? Schön, sehr schön sogar. Ja, natürlich hängt das. Auf jeden Fall nicht so, wie man sich es manchmal vorstellt. Schön ruhig im Flug, kann man schön. Freiburg konnte man schön sehen. Die Fliegertradition begann hier bereits in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. In wenigen Jahren entwickelte sich der Lauchauer Flugplatz zu einer Hochburg des deutschen Segelflugs. Dazu schufen sich die Flieger die notwendige Infrastruktur und besorgten die entsprechende Ausrüstung. Bereits 1932 wurde der erste öffentliche Flugtag organisiert. Es entstand eine Reichssegelflugschule, in der auch Piloten für die Luftwaffe ausgebildet wurden. 1950, 5 Jahre nach dem Kriegsende, kehrten die Segelflieger zurück auf ihren Platz und errichteten die im Krieg völlig zerstörten Flugzeughallen neu. Mit der Wiederaufnahme des Flugbetriebs wurden auch für Interessierte die öffentlichen Flugtage wieder durchgeführt. 1976 war mit der Fliegerei in Laucha dann wieder Schluss und die GST, die Gesellschaft für Sport und Technik, übernahm das Gelände für eine Lkw-Fahrschule. Kaum war das Ende der DDR in Sicht, begannen die Flieger wieder das alte Areal zu übernehmen und den Luftsport hier aufs Neue zu etablieren. Und damit begannen natürlich auch wieder die Flugtage in Laucha Dorndorf. Ja, unser Verein ist der Luftsportverein Laucha Dorndorf und wir sind seit 25 Jahren hier auf dem Platz. Und das ist mittlerweile schon unser 23. Flugtag. Und wir sind auch in diesem Jahr wieder aktiv, weil das Wetter jetzt noch toll geworden ist und können unseren Zuschauern, die zahlreich hier am Platz vertreten sind, wieder einen Flugtag mit vielen Flugzeugen Attraktionen bieten. Seit Jahren zieht es am Himmelfahrtswochenende tausende Besucher hierher, um alte und neue Flugzeuge nicht nur am Boden zu bestaunen. Also wir haben eigene Flugzeuge am Platz, das sind ungefähr so 10 Flugzeuge und dazu kommen noch 20 Flugzeuge von Gästen, die hier eingeflogen sind. Zum Beispiel die Kunstflugstaffel Bayerlein, die hier unseren Kunstflug macht. Dann viele Piloten, die von anderen Plätzen kommen und hier uns Gästeflüge machen. Und wir haben noch Segelflugzeuge von außerhalb und auch Segelkunstflug. Und natürlich die berühmte AN2 mit Fallschirmspringern aus Merseburg. Ganz Mutige können an diesen Tagen natürlich auch selbst einmal in die Luft gehen. Ja, man kann hier auch tatsächlich mitfliegen. Dazu haben wir eine Rundfluggasse. Und wer Lust und Laune hat, kann hier mitfliegen. Es ist auch Möglichkeit, bei den Fallschirmspringern mitzumachen als Tandemsprung und auch Ultraleichtfliegen und sogar am Segelflugzeug mal mit einzusteigen. Also das alles können wir unseren Zuschauern hier bieten. Doch nicht nur die großen fliegenden Kisten begeisterten die Besucher. Wie jedes Jahr waren auch wieder zahlreiche Modellbauer angereist, um ihre Flugmodelle zu präsentieren und am Himmel über dem Flugplatz ihre Runden zu drehen. Außerhalb der Flugtage geht es auf dem Flugplatz natürlich etwas beschaulicher zu. Doch das Angebot des Vereins ist breit gefächert. Wir machen hier im Verein Wochenendflugbetrieb und wir haben hier sämtliche Luftsportarten am Platz, Segelflug, Drachenfliegen, Gleitschirmfliegen und wir haben Motorflug da, Ultraleichtfliegen. Also es ist, die Palette ist breit gefächert, dass für jeden eigentlich was da wäre, wo er sich fliegerisch betätigen kann.
Wer fliegen lernen möchte, ist in Laura Dondorf genau richtig. Erfahrene Fluglehrer bringen den Schülern alles Notwendige bei. Und vielleicht startet bei einem der nächsten Flugtage auch ein junger Pilot, der diesmal nur als Besucher auf dem Platz war. Noch bis zum Sonntag hat die Army in Leipzig die Türen geöffnet. Abseits der Messe präsentierte das Autohaus Kittel in Weißenfels den neuen Golf Sports Van auf seine ganz besondere Art und Weise. Bereits am Mittwochabend konnten geladene Gäste den Nachfolger des Golf Plus bestaunen. Die eigentliche Premiere war ja deutschlandweit erst am Freitag auf der Army in Leipzig. Also ließ man sich die Gelegenheit nicht entgehen. Der Sportsman ist für diejenigen konzipiert, die gern Kopffreiheit und aufrecht sitzen wollen. Also vollkommen neues Fahrzeug, ist also keine große Produktaufwertung. Da ist jedes Teil von den Motoren, Getriebe, Unterboden, Türen, wir finden kein gleiches Blechteil wieder. Also ein komplett neues Fahrzeug mit neuen Eigenschaften, mit geringeren Verbräuchen, mit toller Fahreigenschaften und neuen Fahrerassistenzsystemen, also was richtiges Neues. Die Kunden können zwischen Benzin- und Dieselvarianten wählen. Kräftige 85 bis 150 PS bewegen den Sportsman dann vorwärts. In Kombination mit einem Direktschaltgetriebe kann man dann auch die Vorzüge einer Automatik genießen. Im Drittelmix geben die Wolfsburger 4,9 Liter auf 100 Kilometer beim Benziner und sogar 3,9 Liter beim Diesel an. Ja, die sind aber auch wirklich zu erfahren, diese Verbräuche. Und ich muss sagen, es ist mit Sicherheit wieder 1,5 Liter gespart zum Vorgängermodell. Alternative Kraftstoffe spielen derzeit ja eine große Rolle und das nicht nur in der Autoindustrie. So ist es auch gut möglich, dass es den Sportsman auch mit Erdgasantrieb geben kann. Also das ist durchaus denkbar, dieser modulare Querbaukasten ist dafür geeignet und Volkswagen geht da also sehr in die Richtung alternative Kraftstoffe. Es ist denkbar, das ist es meines Erachtens auch angedacht, zumal ja andere Golf-Derivate über den Erdgasantrieb bereits verfügen bzw. in Kürze verfügen werden. Und wenn wir schon mal bei alternativen Antrieben sind, wurde an dem Abend auch gleich der neue Golf GTE präsentiert. Hier verbauten die Wolfsburger neben einem Benziner auch gleich einen Elektromotor. Der Hybride macht nicht nur in der Optik eine gute Figur. Wir starteten am Freitag auch eine Probefahrt und sind von der Fahrdynamik begeistert. Unterstützung bei der Präsentation kam am Mittwochabend vom zweimaligen Olympiasieger Waldemar Czapinski. Er ist seit mehreren Jahren mit Andreas Kittel befreundet und unternahm im Vorfeld eine kleine Analyse zwischen ihm und dem Golf. Ich habe festgestellt, bei der ersten Frage, wer schneller ist, hat der Golf natürlich gewonnen. Bei der zweiten Frage, wer mehr Kilometer schafft, ich habe nur 250.000 bisher auf dem Tacho, da war wieder der Golf besser. Als ich dann aber fragte, wer in den 65 Jahren weniger durchsichtig hat, habe ich einen Punkt auf mein Konto gebracht. Und bei der letzten, wichtigsten Frage, wer nach 65 Jahren Laufzeit am besten aussieht, den Punkt habe ich mir auch gegeben. Und folglich war es unentschieden, insofern ist es ganz gut, wenn man mal solche Vergleiche anstellt. Nein, ich bin hier, weil das Autohaus Kittel uns auch beim Himmelswegelauf unterstützt und ich zu Herrn Kittel schon ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis seit mehreren Jahren habe und deshalb bin ich gerne heute hergekommen. Eine kurze letzte Frage, ich will Sie nicht länger aufhalten. Ohne Sport können Sie nicht sein, ne? Nein, ich mache 5 an der Woche ungefähr Sport. Natürlich nicht mehr so intensiv das Laufen. Ich bin sehr viel beim Fußball unterwegs. Ich gehe auch mal Golf spielen oder gehe mal Tennis spielen oder mal Radfahren. Was ich nicht so gerne mache, ist Schwimmen. Na dann kann man ja nur froh sein, dass der Himmelswegelauf zur Arche Nebra zu Fuß und mit dem Rad bewältigt wird. Am 21. Juni ist es dann wieder soweit. Da startet dann die 3. Auflage. Es gibt viel zu entdecken beim neuen Nissan Qashqai. Lernen Sie den neuen ultimativen Crossover kennen. So muss sich ein Auto anfühlen. Erleben Sie ihn jetzt hautnah bei Ihrem Nissan-Partner. Autohaus Schulze in Weißenfels-Wagewerben und im Gewerbegebiet Wethau bei Naumburg. Nissan. Innovation, die begeistert.
auch im Alter. Schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Seit 1991 ist die WVW, Wohnungsbau Wohnungsverwaltung Weißenfels GmbH, mit rund 4.800 verwalteten Wohnungen der größte Vermieter in der Stadt Weißenfels. Ob sanierte Altbauten, Neubauten, Geschäftsräume oder betreutes Wohnen, für jeden Bedarf bietet die WVW Wohnungen in allen Größen in jedem Stadtgebiet an. Mit umweltfreundlicher Technik geht man vertrauensvoll in die Zukunft. So wird zum Beispiel in der Hardenbergstraße die Trinkwasservorwärmung mit Solarenergie betrieben. WVW, die Nummer 1, wenn es ums Wohnen geht. Ja, das Pfingstfest steht ja nun kurz vor der Tür. Und was Sie da so unternehmen können, ja, hier unsere Veranstaltungstipps. Die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz, präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps für den Burgenlandkreis. Das 5. Offroad-Festival am langen Pfingstwochenende fasziniert nicht nur Globetrotter, Zweiradartisten, SUV-Genießer und Technikfreunde. Eines der schönsten Offroad-Festivals in Deutschland ist vom Freitag bis Montag in Hohenmölzen zu Gast. Besucher aus ganz Europa werden 4 Tage lang die Straßen und die Wege abseits des Asphalts des Burgenlandkreises kennenlernen. Im Mittelpunkt des Offroad-Events besteht die Möglichkeit, sich und sein Fahrzeug artgerecht auszuprobieren und Spaß zu haben. Parcoursfahrten, Wettbewerbe und eine Abenteuer-Schnitzeljagd lassen das Wochenende zu einem Erlebnis werden. Am Sonntag ab 14 Uhr geht es dann 105 Kilometer quer durch den Burgenlandkreis. Auf kleinen Straßen und auch Offroad fahren die Teilnehmer bis an die Grenze nach Thüringen. Schloss Neuenburg in Freiburg lädt am Samstag und Sonntag, den 7. und 8. Juni, von 10 bis 19 Uhr wieder zum Domänenmarkt ein. Auf dem Domänenmarkt finden Sie individuelle Angebote von Direktvermarktern der Region und traditioneller Handwerkskunst. Für die jüngsten Gäste hält die Kinderkemenate des Museums der Neuenburg einige Überraschungen bereit. Die Burgwirtschaft sorgt mit erlesenen Speisen und Getränken, allem voran Weine aus der Saale-Unstrut-Region, für ihr leibliches Wohl. Freuen Sie sich auf ein stimmungsvolles Erlebnis in beschaulicher familiärer Atmosphäre. Freier Eintritt zum Naturmarkt mit regionalen Produkten. Die Saale Weinmeile findet alljährlich zu Pfingsten statt. Beginnend in der Kurstadt Bad Kösen führt der Weg entlang der Saale unterhalb der Weinberge bis zum Weindorf Rossbach. Es geht natürlich auch in entgegengesetzter Richtung. Am Pfingstsamstag und Sonntag präsentieren täglich ab 9 Uhr die Winzer und Anwohner zwischen der Kurstadt Bad Kösen und dem Weindorf Rossbach unterhalb der Weinberge ein stilvolles Fest rund um den eigenen Wein. Auf der 6 Kilometer langen Wegstrecke kann der Weinfreund zum einen bei bekannten Weingütern einkehren, als auch bei den vielen Winzern, die ihren Wein im Nebenerwerb oder als Hobby anbauen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.saale-weinmeile.de. Am 8. Juni 2014 findet um 16 Uhr in der Weißenfelser Schlosskirche St. Trinitatis ein Trompetenkonzert im Rahmen der Händelfestspiele 2014 statt. Unter der musikalischen Leitung von Johann Bleach erklingt dann englische Trompetenmusik des 17. und 18. Jahrhunderts. Die Stücke spielen die Musikerinnen und Musiker des Barocktrompetenensemble Berlin auf historischen Instrumenten. Der musikalische Pfingstmontag gehört in diesem Jahr wieder dem beliebten Gospelchor Celebrate mit dem musikalischen Leiter Herrn Pfarrer Matthias Keilholz.
Der beschwingte und charismatische Frauenchor wird ein gewohnt unterhaltsames Programm auf der großen Schlossbackbühne zeigen und anschließend auch musikalische Gäste zur Bereicherung des Pfingstnachmittages mitbringen. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchenspezialitäten, Kaffee, Eis und vielem mehr gesorgt. Los geht's um 14 Uhr. Was Passendes gefunden? Dann viel Spaß dabei, wünscht Ihnen die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz. Können Sie sich vorstellen, mit 85 Jahren noch Fußball zu spielen? Die wenigsten von uns sind in dem Alter noch so fit. Der RSK Freiburg, der feierte jetzt seinen 85. Geburtstag mit einem Spiel der Traditionsmannschaften und den 40. Knabenturnier, bei dem auch schon mal Michael Ballack mitgespielt hat. Der RSK Freiburg kann in diesem Jahr auf eine 85-jährige Fußballtradition zurückblicken. Neben den sportlichen Erfolgen der erwachsenen Fußballspieler hat sich der Verein mit seinem Knabenturnier einen guten Namen gemacht. Heute sehr bekannte Spieler wie Matthias Sammer oder Michael Ballack spielten als Kinder im Rahmen dieses Turniers auf dem Freiburger Rasen. In diesem Jahr konnten die Veranstalter zum 40. Mal dazu einladen. Genau, wir haben dieses Jahr oder beziehungsweise in diesem Jahr feiern wir das 40. Knabenturnier und die 85 Jahre Freiburger Fußball. Das heißt, vor 40 Jahren ist das Knabenturnier entstanden. Die Familie Kluge waren die Namensgeber beziehungsweise die Eltern des ganzen Turniers. Frau Kluge ist im letzten Jahr leider verstorben, kann dieses Jahr nicht mehr mit dabei sein, aber ihr Sohn und ihr Mann werden uns morgen hier zur großen Veranstaltung begrüßen, beziehungsweise dürfen begrüßen. Es ist ein richtig großes Highlight, weil es das erste Mal seit langem wieder über 2 Tage gemacht, was im früher so, wie es mal traditionell gewesen ist, immer schon gewesen ist. Aber diesmal eben aufgrund des 40-Jährigen machen wir es das allererste Mal wieder über 2 Tage. 10 Mannschaften haben wir aktiviert, von Rostock bis Cottbus, alle dabei, und wir freuen uns natürlich über viele und zahlreiche Gäste. 1929 wurde der Verein als FC Freiburg-Unstrut gegründet. Mit wechselnden Erfolgen in der Kreis- und Bezirksliga war der Fußball immer ein Thema in der kleinen Stadt. 1982, mit der Gründung der Betriebssportgemeinschaft, bekam der Verein seinen Namen BSG Rotkäppchen Sektkellerei, abgekürzt RSK, den er auch heute noch trägt. Bereits 1974 beschloss man, ein eigenes Turnier für den Nachwuchs ins Leben zu rufen. Also wir haben hier eigentlich vorher auch schon Turniere gemacht. Das war dann für Schülermannschaften, als ich hier wieder zurückkam von Berlin nach Freiburg und die Jugendabteilung übernehmen musste. Da habe ich dann so Lokmannschaften hergeholt. Lok Dresden, Lok Stendal war da sehr bekannt, Lok Leipzig, und haben da Schülerturniere gemacht. Ich war dann froh, nach 6 Jahren, dass der Pokal fort war. Michael hat den ersten geholt, Lok Leipzig dann zum 3. Mal. Und dann danach haben wir dann hier weitere Turniere durchgezogen und speziell eben dieses Knabenturnier, was praktisch eine inoffizielle DDR-Meisterschaft war. Das Turnier wurde so erfolgreich, dass alle Spitzenclubs der DDR ihren Nachwuchs nach Freiburg schickten. Anfang der 80er Jahre war es einer der wichtigsten Termine für die Nachwuchskader des Landes. Die beste Entwicklung war an und für sich so vor der Wende, weil das dann hier auch genutzt wurde zur Sichtung von vielen Trainern. Von Jena kamen die Leute her, hier in Roland Ducker habe ich hier noch kennengelernt, als Beispiel mal von Dresden. Und da war die Sichtung, und das hat sich dann auch bewahrheitet, dass die dann in Bezirksauswahlmannschaften gespielt haben und später sich weiterentwickelt haben zu Oberligaspielern und zu Nationalmannschaftsspielern. Nach der Wende gelang es den Organisatoren, das Turnier zu erhalten. Anfangs deutschlandweit entschied man sich auch aus Kostengründen, die Teilnahme auf die 9 Bundesländer zu beschränken. Diese Idee kam bei den befreundeten Vereinen gut an, und so konnte nun in diesem Jahr das 40. Knabenturnier durchgeführt werden. Zu diesem Jubiläum hatte sich am Freitagabend die Altherrenmannschaft einen ganz besonderen Gegner aufs Spielfeld geholt. Also unsere alten Herren spielen ja in Freizeit, aber die Parallelmannschaft dieses Jahr dazu sind die Knaben des 40., also vielmehr des allerersten Knabenturniers. Aus dem Grund ist es ein besonderes Highlight heute, weil ja, sie sind ja alle und damalig 10, 11, 12 maximal gewesen Jahre plus 40. Also sind sie jetzt grob, ja, Mitte Ü 50, und aus dem Grund ist es natürlich heute richtig schön, wenn die mal alle auftauchen und auch von ganz Deutschland angereist sind.
Am Samstag ging es auf dem Fußballplatz des RSK so richtig zur Sache. Nachwuchsmannschaften von Rot-Weiß Erfurt, Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Carl Zeiss Jena, Bernau oder RB Leipzig standen mit den regionalen Mannschaften aus Freiburg und Weißenfels auf dem Rasen. Zum Feiern lud der zurzeit 258 Mitglieder zählende Verein dann am Samstagabend ein. Nach dem lautstarken Auftritt des Fanfarenzugs wurden verdienstvolle Mitglieder des Vereins geehrt. Glückwünsche zum 85. gab es natürlich auch von allen Seiten und Bürgermeister Udo Mähnicke. An diesem Abend ausgezeichnet mit der Ehrennadel versprach er weitere Unterstützung des Vereins durch die Stadt Freiburg. Der Verein hat einiges erreicht, auf das die Mitglieder stolz sein können. Also wir haben ja hinter uns, sehen wir ja, den Kunstrasen, den haben wir im letzten Jahr gestemmt. Mit knapp 330.000 Euro durften wir den bauen. Land hat uns unterstützt, ganz viele Sponsoren etc. Schulden haben wir Gott sei Dank keine machen müssen. Also das Ding ist bezahlt. Von daher sage ich mal, klar, über Sponsoren kann man sich immer freuen. Ja, wir haben 15 Mannschaften bzw. 13 im Spielbetrieb, 2 in der Landesliga, die fahren richtig weit. Also das heißt, wir müssen schon gucken, dass unser Haushalt plus Kunstrasen, Rückfinanzierung etc. pp. Ja wirklich irgendwo stabil bleibt. Also wie gesagt, Rotkäppchen unterstützt uns, ja. Auf jeden Fall, möchten wir auch gar nicht irgendwo missen. Alles andere würde schwer werden, aber alle anderen Sponsoren natürlich auch. Und von daher hoffen wir einfach, dass es so weitergeht wie die letzten Jahre. Beim schönsten Fußballwetter erkämpften sich die Gastgeber am Sonntag den 7. Platz. Das Finale bestritten der FC Hansa Rostock und die SG Dynamo Dresden. Die Sachsen konnten mit einem 2:1 den verdienten Turniersieg feiern. Wieder einmal konnten die Freiburger ein schönes Turnier organisieren. Und sicher werden auch im nächsten Jahr wieder die kleinen Kicker hier auflaufen, gemäß dem Motto Freiburger Knabenturnier, ein Fußballturnier mit Herz. Die Firma Andres GmbH ist seit 30 Jahren Spezialist für Werbung im Supermarkt. In einer persönlichen Beratung wird über die Möglichkeit gesprochen, wie sich lokale und regionale Geschäftsleute sowie Unternehmen in den Märkten der Region präsentieren können. Alles weitere unter www.andre.de. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Sie planen eine Veranstaltung? Sie möchten, dass Ihr Publikum weiß, was bei Ihnen los ist? Sie wünschen sich ein Event, was ankommt? Dreimal ja? Dann buchen Sie doch das BLK Regional TV Promotion Mobil. Vollgepackt mit Ton- und Bildtechnik, damit Ihre Veranstaltung gute Unterhaltung bietet. Und optisch ein regelrechter Blickfang. Unsere bekannten und beliebten Moderatoren informieren über Ihre Produkte oder Dienstleistungen. Interessiert? Dann sollten wir darüber sprechen. Unter Telefonnummer 03 3x4 1 22 563 erreichen Sie das Team vom Promotion Mobil. Also, wir sehen uns bei Ihrer Veranstaltung. Ja, ich sagte es ja bereits, am Wochenende wird Pfingsten gefeiert. Ja, und Petrus wird uns ein hochsommerliches Hoch schicken, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie heiß es nun wirklich wird, hier unsere Wettervorschau. Mein Zuhause für mein Leben. Schöne und günstige Wohnungen für die ganze Familie in der Elsterstadt. Die Wohnungsgenossenschaft 1. Mai EG in Zeitz präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Samstag scheint bei nur wenigen Wolken nahezu den ganzen Tag die Sonne. Mit Höchstwerten von 26 bis 28 Grad wird es sommerlich warm. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag ist es gering bewölkt oder klar. Bei nur schwachem Wind aus Ost bis Süd fällt die Temperatur auf 15 bis 11 Grad. Am Pfingstsonntag ist es meist gering bewölkt. Nachmittags entwickeln sich Quellwolken und es kann örtlich zu Gewittern kommen. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Lufttemperatur erreicht hochsommerliche 27 bis 30 Grad.
In der Nacht zum Montag lösen sich einzelne Schauer und Gewitter am Abend auf. Danach ist es überall gering bewölkt und niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach aus Ost bis Südost. Die Temperatur geht auf 17 bis 15 Grad zurück. Und auch der Pfingstmontag wird ein überwiegend sonniger und hochsommerlicher Tag werden. Das Thermometer kann bis auf 33 Grad klettern. Allerdings muss im Tagesverlauf mit örtlichen Wärmegewittern gerechnet werden. Egal wie das Wetter auch wird, wir bieten Ihnen schöne und günstige Wohnungen für die ganze Familie in der Elsterstadt. Ihre Wohnungsgenossenschaft 1. Mai EG in Zeitz. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es war wieder was für Interessantes auch für Sie mit dabei. Am Dienstag begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Thomas Scheidt mit aktuellen Nachrichten aus unserem Burgenlandkreis. Und wir blicken zurück, genauer gesagt in den Juni 2013. Und wie es da aussah in unserem Landkreis, ich sage nur Jahrhundertflut. Damit verabschiede ich mich jetzt von Ihnen in das Pfingstwochenende, wünsche Ihnen ein schönes Pfingstfest und bleiben Sie noch dran, denn jetzt können Sie noch Impressionen vom Feuerwerk in Bad Kösen sehen, denn dort fand ja am vergangenen Wochenende das Brunnenfest statt. Bis dahin machen Sie es gut, tschüss!